Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Schön, dass es euch gibt. Hier bei Kommentare zur Politik hört ihr das, was im Mainstream oft nicht berichtet wird. Und heute soll es um ein sehr spannendes Thema gehen. Und zwar hat Donald Trump angekündigt, dass er bewaffnete Drohnen im Weltall einsetzen wird. Erstmal als Raketensystem. Und wir wollen mal ein bisschen darauf schauen, wie es mit bewaffneten Drohnen bisher aussieht und wie es in der Zukunft weitergehen wird. Und ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich gefährlich. Ich möchte wieder mit einer Geschichte beginnen, die ich als Kind gelesen habe in einem Donald Duck Comic, wie ihr schon aus einem anderen Video kennt. Aber es ist faszinierend, wie einfach manche Autoren da schon einen Blick in die Zukunft geliefert haben. Und zwar war es, soweit ich weiß, in Entenhausen. Und da war es so, dass bestimmte Gruppierungen, also die Regierung, einfach die Bevölkerung beherrscht hat durch Drohnen. Das sah damals noch anders aus, das war jetzt vor 25, 30 Jahren mittlerweile. Damals waren das so eiförmige Gebilde, die sich irgendwie in der Luft halten können durch eine bestimmte Technologie. Und die bewaffnet waren und die quasi die Bevölkerung kontrolliert haben, mit der Bevölkerung kommuniziert haben und eben auch schießen konnten, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Also die gesamte Bevölkerung wurde kontrolliert durch tödliche Drohnen. Und das war ein Szenario, was da skizziert wurde und natürlich ein Szenario einer ständigen Angst und man weiß ich nicht sicher, was man machen konnte und wurde ständig überwacht von Drohnen. Genau, und es ist einfach erstaunlich, dass wir immer mehr in diese Zeit kommen. Aber wir schauen ein bisschen in die Geschichte. Wenn man den Drohnenkrieg und die Zukunft verstehen will, dann schaut man am besten nach Pakistan. Wie ihr wisst, werden neue Waffensysteme werden am liebsten gerne in einer bestimmten Region von den USA getestet. Es war zum ersten einmal das Raketenabwehrschild wurde in Israel jahrzehntelang getestet und dann weltweit eingesetzt. Und dafür braucht man natürlich ein Kriegsgebiet, weil Waffen testen ohne Todesopfer, ohne Kriegsgebiet ist schwierig. Moralrechtlich würde ich das sehr, sehr anzweifeln, wieso das überhaupt gemacht werden muss. Aber das ist die Praxis. Raketenabwehrschild in Israel testen und in Pakistan den Drohnenkrieg testen. Der schwelt mittlerweile seit 2004 mindestens. Also ja, 15 Jahre, 16 Jahre. Und da gab es schon tausende Opfer. Also bis 2011 gab es etwa 3000 Opfer. Das heißt, mittlerweile gibt es keine Studie mehr, aber wahrscheinlich sind es dann an die 4000. Und es ist wirklich verheerend. Da gab es eben Studien bis 2011. Es ist wirklich verheerend für die Bevölkerung. Es gibt ein riesiges Angstgefühl bei der Bevölkerung, dass sie ständig überwacht werden. Und Kinder haben große Angst. Und es ist so, dass man wirklich auch die Drohnen hört am Boden. Und es löst einfach wirklich traumatische Angstzustände aus, weil sie einfach auch erleben, was passiert. Ein plötzlicher Drohnenanschlag, dann sind Dutzende tot. Und es gibt zum Teil auch noch das Prinzip eines doppelten Angriffs, das auch kritisiert wird. Das heißt, erst wird eine Bombe eingeschlagen, viele sterben, viele sind verletzt. Und dann wird zeitversetzt, vielleicht eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, nochmal an derselben Stelle geschossen. Und dann werden quasi die getroffen, die helfen wollten. Und da Leute sanitär versorgen. Und das sorgt dafür, dass mittlerweile teilweise den betroffenen Leuten überhaupt nicht mehr geholfen wird, weil die Leute Angst haben, dass eine Drohne noch eine weitere Rakete abschießt. Gesteuert wird das Ganze unter anderem in Deutschland, in Ramstein. Und es wird sich immer wieder gefragt, und auch die Opposition hat gesagt, warum wird da nichts gemacht? Ist das mit dem Völkerrecht und dem deutschen Strafrecht vereinbar? Aber seltsamerweise keine Reaktion aus Karlsruhe in Deutschland. Also ist auch sehr seltsam. Ich meine, wenn irgendwie ein Diesel ein paar Parts per Million, ein paar ppm zu viel NOx ausstößt, dann werden die Gerichte aktiv. Aber wenn hier tausende Menschen illegal durch Drohnen getötet werden, herrscht Schweigen. Muss man sich schon fragen, in welchem Staat wir leben. Und jetzt schauen wir nochmal auf die USA. Hier haben wir gesehen, gibt es heute Morgen die Nachricht, Vorstellung neuer weltraumbasierter Waffensysteme. Also es ist bekannt, dass Russland, hat es ja auch sehr verkündet, dass Russland neue Waffensysteme hat, also neue Raketen entwickelt hat, die deutlich schneller sind, also mit vielfacher Überschallgeschwindigkeit fliegen und dadurch in viel kürzerer Zeit ihr Ziel treffen können und dadurch quasi nicht abzufangen sind, so wie Putin es berichtet hat. Und jetzt, einige Monate später, kommt die Reaktion von Trump und sie sagen, wir wollen jetzt bewaffnete
Drohnen im Weltall. Und jetzt allein für mich als Ingenieursperspektive macht dieser Schritt Sinn, so sehr, so schlecht ich ihn finde. Aber allein aus physikalischer Perspektive ist es natürlich so, mit im Weltraum basierten Drohnen lassen sich natürlich abgefeuerte Raketen deutlich besser abfangen. Also Früherkennungssystem wird besser funktionieren und einfach die Distanz ist geringer. Und die Reaktionszeit ist sicher deutlich schneller. Also wenn es irgendwie gehen kann, solche Waffen abzufangen, dann vielleicht mit weltraumbasierten Drohnen. Aber das ganze Szenario macht mir Angst. Also, ja, okay, Angst ist ein bisschen übertrieben. Aber es macht mir Sorge, weil es wirklich so ist. Ich meine, wir haben in Pakistan ein Waffensystem, was ausprobiert wird. Die Bevölkerung wird letztendlich terrorisiert. Und das ist ein Szenario, was wir uns weltweit nicht wünschen. Aber wenn wir jetzt weltraumbasierte Drohnen haben, dann müsst ihr wissen, dass im Weltraum herrschen andere Geschwindigkeiten, also viel höhere Geschwindigkeiten. Das heißt, theoretisch, wenn das eine gewisse Anzahl ist, kann in kurzer Zeit fast jeder Ort der Erde beschossen werden. Das ist natürlich ein Zukunftsszenario, aber wir haben oft gesehen, dass Waffensysteme in einem bestimmten Land getestet werden und dann weltweit ausgeführt. Und es zeigt auch der Bericht, dass nicht nur in Pakistan, sondern dass ganz viele Länder sich immer mehr bewaffnete Drohnen aneignen und dann auch einsetzen. Und das Horrorszenario, was uns vorschwebt, ist wirklich, dass auf der ganzen Welt die Bevölkerung so kontrolliert wird durch bewaffnete Drohnen, dass wenn wo immer einer ein theoretischer Terrorist ist, jemand, der nicht ins Bild passt von Regierungen, dass der ganz schnell ausgeschaltet werden kann. Das klingt wirklich nach einem abenteuerlichen Verschwörungsszenario, aber genau das ist in Pakistan der Fall. Und mit den weltraumbasierten Drohnen kann sowas natürlich auch weltweit ausgeweitet werden. Das hoffen wir nicht. Wir hoffen auch nicht, dass es zu einem großen Krieg zwischen Russland und USA kommt. Aber ich möchte euch hier einfach auf dem Laufenden halten über die Entwicklung. Wir sehen in den Medien immer so 80-90%. Die restlichen 10% Wahrheit, die manchmal entscheidend sein können, findet ihr so gut wie möglich auf diesem Kanal. Ich bleibe, soweit es mir möglich ist, objektiv. Wenn euch das Video gefallen hat und generell mein Kanal, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben lassen. Würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Lang ist ja nicht mehr. Bald ist Wochenende. Ich hoffe, ihr habt noch zwei erfolgreiche und tolle Tage und wünsche euch jetzt noch an diesem Donnerstag viel Freude, Friede, Gesundheit, viel Liebe, Erfolg in dem, was ihr tut, Segen und natürlich Glück. Wiederhören.